In Beedle planen, Unterrichtspläne mit dem Kalender verknüpfen. In diesem Video erfahren Sie detailliert, wie Sie mit Beedle planen in Microsoft Teams Ihre Pläne mit Ihrem Beedle-Kalender verknüpfen können. In unserem Beispiel hat Kara in ihrem Team der Klasse 8b Mathematik Unterrichtspläne erstellt, die sie zu ihrem Kalender hinzufügen möchte. Kara wählt zuerst den Plan an, den sie mit dem Kalender verknüpfen möchte, und anschließend die Option Plan zum Kalender hinzufügen. Sie wählt das entsprechende Datum und die Uhrzeit und bestätigt ihre Eingabe mit Hinzufügen. Ein grüner Punkt weist darauf hin, dass der Plan zum Beedle-Kalender hinzugefügt wurde. Die Zahl gibt an, wie viele Kalendereinträge mit dem Plan verknüpft sind. Wenn Kara nun auf den Kalender klickt, sieht sie die verknüpften Einträge, und wenn sie auf das entsprechende Datum klickt, hat sie die Option, den Plan direkt vom Kalender aus zu öffnen. Kara kann auch die Pläne in ihren anderen Teams ansehen, indem sie auf Alle Teams anzeigen klickt und das gewünschte Team und den gewünschten Kanal auswählt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Struktur der Pläne nicht chronologisch angelegt sein muss. In Karas Klasse 8a Mathematik zum Beispiel basiert die Planstruktur auf dem Inhalt des Lehrplans und auf Lerneinheiten. In der obersten Ebene sehen wir den Unterrichtsplan für den gesamten Jahrgang. Jedes Thema ist in einzelnen Lektionen angelegt und für jede Lektion gibt es detaillierte Pläne.